bin ja leider krank. Oh, okay, Motorsport ist ganz hinten. Und hier fahren noch mehr Leute am Fahrerfeld. Rennen. Sonntag rennen 1 und 2, 3 Runden. Rennen natürlich. Was sind denn 1 und 2, 3 Runden? Ja. Brands Hatch. GP-Strecke. Rennen 3. Okay, Diego Gomez ist also unser Mitschreiter. Oh, schlechter Start, schlechter Start. Vielleicht mal. Sagen wir es mal unserem Teamkameraden, der soll angreifen. Oder pushen ist besser, glaube ich. Oh. Wow. Boah. Ja, der haut es erstmal weg. Gar nicht gegen die Regeln oder so. Boah, wir werden in dieser Dings auf jeden Fall nicht gut sein. Das sage ich jetzt schon. Okay, jetzt soll angreifen. Ey. Das ist vorbei. So, Team Kicker will auf jeden Fall an uns ran. Raven West Motorsport ist erstmal dran. Hinten unser Teamkamerad immer noch nicht so weit vorne. Gabriel Moreau ist letzter. Und Reed McCain. Unser Standardgegner. So, komm her. Boah, der ist schnell da vorne. So. Jetzt kommt gleich unsere Lieblingskurve. Hinter dieser Kuppe. Oh, hier können wir aber rechts. Shit. Even Kennedy ist besser. Oder Evan. Ja, Evan. Even. So, auf jeden Fall, die Kuppe haben wir ganz gut genommen. Ja, unser Teammate schafft nichts da hinten. Kack-Teammate. Nathan McCain. Ich will den kriegen. Das hat eben beim Start sofort bekommen. Das hat das Problem. Wir können versuchen, ein bisschen seinem Windschatten zu fahren. So, ihn ein bisschen rammen. Schlecht gemacht. Nee, das machen wir nochmal. Hätten wir das jetzt nämlich links gerade überholt. Nein. Hört er da vorne mal auf, uns zu blockieren. So, und jetzt setzen wir uns neben ihn. Oh! Oh, aber knapp. Jetzt kommt auf die Beschleunigung an. Und da gewinnt unser. Okay, jetzt müssen wir nur noch gut fahren. Die restlichen anderthalb Runden etwa. So. Upsala. Hier schön lang bremsen. Ups, shit. Nein, die sind mal hinter uns. Ach, die pushen ganz schön. Jetzt kommt gleich die Kurve. Wow. Aufpassen da hinten. Muss ich nur ausweichen, weil der wäre uns, glaube ich, sonst ziemlich reingefahren. Oh, er hat zwei Plätze gut gemacht. Gomez aus Argentinien. So, dann nur noch eine Runde. Dann haben wir auch schon dieses Event geschafft. Hopp. Du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde. So, ein weiterer Punkt für uns. Oder zwei weitere sogar, glaube ich. Ne, einer. Wow. Update Kiesbett ist nicht so nett. So, die da hinten, da bauen wir einen leichten Abstand auf. Unser Teammate ist ist jetzt mittlerweile Zehnter geworden. Und da wird er wahrscheinlich, denke ich mal, bleiben auf dem Zehnten. Wahrscheinlich, denke ich mal. Schon wieder so gut gedeutscht. Ja, auf jeden Fall nur ein paar Punkte für unsere Teamwertung. Und das ist schon mal gut. Und natürlich für unsere Fahrerwertung. Kurt Wittenstein. Er ist Neunter, also Gomez. Den haben wir noch gar nicht gesehen. So. Also bis jetzt gefällt mir auf jeden Fall Street mehr, weil da gibt es einfach die intensiveren
Kämpfe und so, weil hier ist hauptsächlich halt eben, du setzt dich einmal nach vorne, kämpfst dich so langsam aber sicher nach vorne und dann bleibst du da vorne einfach, versuchst halt eben deine Ründchen zu fahren. Nicht so spannend, finde ich das. Und die Events dauern hier ein bisschen lang, aber jetzt greift er an und den Rambo einfach mal ein bisschen. Ist vollkommen legitim. Nein. Aaron Wrestler, sein Teammate, versucht es jetzt nochmal. Beim nächsten Mal McCain ein bisschen nach hinten gehauen. Kurt Wittenstein hat dadurch einen Vorteil gehabt. Glaube ich. So, Evan Kennedy. Nathan McCain. So. Jetzt, ja, Ziel gerade und wir sind jetzt im Ziel. Gute Arbeit. Du hast deine Lieblingsrivalen geschlagen und die Runde gewonnen. Weiter so. 4 Minuten 37 und 286.000 zurück. Gomez hat 6 Punkte, also Raven Rest dürfte erster sein, dann Team Kicker und dann wir. Weiter. Fahrerwertung sind wir erster natürlich. 4 Punkte Abstand auf Aaron Wrestler. Ah, Raven Rest und dann wir, das ist gut. Also wir haben 5 Punkte Abstand auf Raven Rest, das können wir alles kriegen. Sonntag, Rennen 2 von 2, 3 Runden. Müssen wir jetzt hier wieder Qualifying machen? Nee. So. Sonntag, Rennen 2 von 2, 3 Runden. So, wir sind jetzt letzter. Startplatz 16 und unser zweiter Wagen geht vom 7. Startplatz ins Rennen. So, jetzt will ich einen besseren Start haben als eben. Brauchen wir halt eben, falls ich das gut starten kann. Ja, wir können ja vielleicht eine Tuning-Option. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie zwischen Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit wählen können. Schon einer die Markierung mitgenommen und wir nehmen da den einen Wagen von Raven. Das ist ein bisschen. Alter! Spinnt der? Wer ist denn das? Aaron Wrestler. Arschloch. Da vorne fährt ein Civic, oder? Könnte ein Civic sein. Oh Gott, so, jetzt lass uns vorbei. Da vorne ist unser Teammate, der mal angreifen soll. Mario Gomez. Ja, das sind Honda Civics. Sophie Müller ist vor uns. Und Aaron O'Sullivan versucht uns anzugreifen, hat uns da aber einen Anschluss gegeben. So, jetzt kann unser Teammate mal ein bisschen überholen. Versuch's doch innen, nicht außen. Da macht er eine kriegt er eine Kollision. Oh, hier innen vielleicht ein bisschen vorbei. Wow! Und da sind wir in unseren Teammate, weil der abrupt da vorne gebremst hat. Er gesagt, das ganze Feld davon ziemlich gebremst. Nicht schon wieder. So, und jetzt können wir hier überholen. Jetzt hier noch ein David Zielinski, oder habe ich jetzt nicht richtig gesehen? Strafe, Linie überfahren am Arsch. Was soll ich denn tun? Soll ich die wegrammen? Ja, ach komm. Kann ich schon nichts machen. Was soll ich denn da tun? Dann reiche ich mich jetzt eben hinter den ein, so dass ich bloß wenig gut machen kann. So, Askel Berg, wir haben keine Wiederholung mehr und alle in der ersten Runde schon verbraucht. David Zielinski. Hier, jetzt ziehen wir nach rechts. Alter! Die spinnen doch hier alle. Oh, wir können nicht mehr zurückspulen. Alter, seid ihr Spastis. Nicht böse gemeint. Ich meine, guck mal, aber wie soll man denn hier bitte schön gewinnen, wenn die einem einfach nur wegrammen die ganze Zeit? Die nehmen keine Acht auf einen. Lass dir in Runde 2 was einfallen. Wir müssen an das Hauptfeld rankommen. Die fahren da ihre Ründchen. Die ignorieren einen, die machen da ihren Kampf. So, hatten sie jetzt richtig schön zurückgeworfen nochmal. Mann, hau ab da vorne. Da kann ja sogar außen überholen. So, auf jeden Fall müssen wir vor Raven West Motorsport kommen. Unser Team ist 3 Plätze zurückgefallen. So, jetzt müssen wir uns in den Windschatten setzen. Alter Junge! Die rammen hier immer weg. Noch ein Grund, warum Street besser ist. Weil der ihn hier nicht so offensichtlich wegrammen. Nein, ihr rammt euch gegenseitig weg. So, da vorne müssen wir gleich aufpassen, denn da ziehen die gerne richtig weit nach rechts, sodass man keine Chance hat. Mann, ey! Nö! Das will ich jetzt... Nee, kein Bock, Alter. Das ist doch... Warum könnt ihr denn keine KI programmieren?
Das ist mir jetzt zu behindert, ganz ehrlich. Nee, ich mache jetzt Schluss mit der Folge, hab keinen Bock darauf. Tschüss.